Und die Vorstellung beginnt. Hi, hier ist Werdorf Tarot. Hallo Stier, schön, dass du den Weg zu mir gefunden hast auf meinem YouTube-Channel. Falls du heute das erste Mal bist, ich bin Martina, ich lege hier Tarot für dich. Ich mache gleich dein Reading für Mitte September bis Mitte Oktober 2024. Du kannst dir dieses Reading sehr gerne anschauen, wenn du Stier in einer deiner Platzierungen hast. Und auch sehr willkommen sind hier die lieben Crosswatcher. Ich danke dir fürs Einschalten, also fürs Wiedereinschalten, fürs erste Mal einschalten, für deine Likes, deine Abos, deine Kommentare, dein Teilen. Das hilft diesem Channel wirklich sehr viel weiter, um weiterhin so schön zu wachsen und zu gedeihen wie in den letzten paar Monaten, wofür ich sehr dankbar bin. Vielen Dank. Und wenn meine Arbeit dir gefällt, kannst du sehr gerne deine persönliche Buchung bei mir machen. Ich sag dir am Ende des Videos, wie du dahin gelangst. So, Stier, genug erzählt. Ich habe mich bereits mit deiner Energie verbunden, gereinigt und geklärt. Und da habe ich schon die erste Botschaft gehabt für dich. Und das, ja, das war, es war in Englisch, aber es hieß, I can't get my hands off you. Also jemand hier kann dich nicht loslassen. Oder du bist es, die eine Person nicht loslassen kann. Wir gucken gleich mal rein. Ne? Stier, Mitte September bis Mitte Oktober. Okay, guck mal. Stier, ich kann dich nicht loslassen. Ja. Jemand hier hat sich gewünscht, dass etwas anders gelaufen wäre, als es also... Oder anders laufen sollte, als es wirklich gelaufen ist. Ne? Das ist super interessant. Also vielleicht hast du oder die Person, mit der du hier dealst, Fische-Placements, weil der Mond ist draußen, das ist also auf der Rückseite des Decks, ist eine Fische-Karte. Es geht um Geheimnisse, es geht um tiefe Gefühle. Geheimnisse, tiefe Gefühle. Ihr wisst, ich muss ja immer zwischendurch schon mal hier... Ich muss hier zwischendurch immer schon mal sagen oder aufschreiben, was ich gesagt habe, weil nach dem Reading ist es augenblicklich verschwunden. Okay, also Geheimnisse, tiefe Gefühle, vielleicht auch Ängste. Und aber in Verbindung mit diesem, ich kann nicht von dir ablassen, also nicht dich loslassen. Ja, das ergibt Sinn. Also vielleicht ist es wirklich so, dass jemand, die Fee der Kelche, es ist ja auch so eine Energie, dass jemand etwas nicht will. Erste Karte raus bestimmt bei mir hier immer die ganze Energie des Readings. Irgendwas ist nicht so gelaufen, wie sich das jemand, also entweder du oder eine andere Person, mit der du zu tun hast, gewünscht hat. Das heißt, wenn es jetzt zum Beispiel so gelaufen ist, in einer Freundschaft jetzt zum Beispiel, dass es so gelaufen ist, dass du es nicht geschafft hast, mit deiner guten Freundin jetzt hier dich zu connecten, weil unser Leben ist schnelllebig. Es ist manchmal einfach so, dass wir es nicht schaffen, in unserem ganz normalen Alltagswirrwarr immer auf jeden Rücksicht zu nehmen und mit jedem dich zu treffen. Wenn du jetzt zum Beispiel die Person bist, die sich gerne mal wieder mit einer Freundin getroffen hätte und die Freundin war dadurch enttäuscht, weil du es nicht gebacken gekriegt hast, zeitlich oder halt umgekehrt, dann bist du die Person, die diese Freundschaft halt trotzdem, trotz dessen, dass die jetzt erstmal beleidigt ist, die Dame, dass du sagst, na, so will ich das nicht, ich will das anders. Ich will den vierten Kelch, die drei stehen hier, das ist der Situation, wie wir sie ja gerade haben, und ich will den anderen Kelch, nach dem sehne ich mich. So, ne, und das kann natürlich auch Liebe sein, da musst du gucken, was für dich passt. Vielleicht ist es auch eine Arbeitssituation hier, wir gucken einfach mal. Noch ein Indikator dafür, dass du vielleicht mit einer Wasserperson zu tun hast. Der Page der Kelche, also da kommt wieder Bewegung rein oder du wünschst dir, dass da Bewegung reinkommt. Jemand kommt hier mit so einem kleinen Angebot auf dich zu, ob es nicht vielleicht ein kleines Rendezvous oder wieder ein neues Treffen geben könnte. So. Das siehst du aber gerade noch nicht kommen. Du bist hier gerade unzufrieden. Also die Fee der Kelche ist auch so eine unzufriedene Energie. Mit der Situation, wie sie gerade halt gegeben ist. Gar nicht mal mit einer Person oder so, sondern halt, es macht sich so eine gewisse Grundunzufriedenheit breit so. Und ja, du kannst es gerade noch nicht kommen sehen, dass hier eine Besserung aber mit dem Page der Münzen, wollte ich gerade sagen, mit dem Page der Kelche in Sicht ist. Und mit den zwei der Schwertern, sie hat ja hier die Augenbinde,
Und sie dreht sich auch vom Wasser weg. Also das Wasser symbolisiert ja im Tarot immer die Gefühle. Und sie dreht sich vom Wasser weg. Sie hat dem Wasser, also ihren Emotionen, den Rücken zugekehrt. Sie hat diese zwei der Schwerter, sie hat die Augenbinde. Und die zwei der Schwerter heißen auch nichts anderes, als dass sie eine Entscheidung treffen müsste. Und wer die zwei der Schwerter hat, möchte oftmals, sieht entweder irgendetwas nicht, weil er es nicht sehen will oder nicht sehen kann, oder möchte eine Entscheidung nicht treffen. Und ich glaube, das Ganze hat auch mit einem Geheimnis zu tun, so alles in einem. Also es ist hier irgendwie... Wartet kurz, ich denke noch mal kurz drüber nach, ob ich hier noch was anderes kriege. Es geht hier darum, zu schauen, inwiefern man aus einer Situation, die halt unbefriedigend war oder ist, rauskommen kann. Aber einer der beiden Parteien, die es dafür braucht, hat halt diese Scheuklappen auf und will das nicht sehen. Wie geht's hier weiter für Stier? Ah, schön, der Page wird zum Ritter. So lieben wir das. Ah, ja, ja, ja. Schon wieder die Vier. Also kannst ja gerne mal schauen, Stier, was die Vier für dich diesen Monat bedeutet. Ob das was irgendwie... Ah ja, siehst du schon wieder einen Indikator für eine Wasserperson. Also es muss nicht immer, ich sag ja hier immer auf meinem Channel, nicht so sehr an den Sternzeichen festhalten, aber vielleicht ja, eine Wasserperson. Oder eine Person, die halt wirklich sehr tief mit ihren Emotionen verbunden ist. So, das ist ja auch nochmal interessant, dass das mal liegen. Also, wie geht es weiter für dich, Stier? Es geht darum, dass der Page der Kelche zum Ritter der Kelche wird. Das ist ein Upgrade. Also, was vielleicht noch ein bisschen unverbindlicher wird, wird vielleicht künftig jetzt ein bisschen verbindlicher. Das ist ja schon mal sehr schön. Die Sache ist die, eine von beiden Parteien reagiert darauf, auf den Ritter der Kelche, also auf dieses neue Angebot, ein bisschen zurückhaltend. Vielleicht habe ich hier auch so ein bisschen, nehme ich hier so wahr, so ein bisschen Bindungsängste, so Zurückhaltung aufgrund von Bindungsängsten, aufgrund nicht gelösten Beziehungsproblematiken, die gar nicht unbedingt mit dir, Stier, zu tun haben müssen, aber die halt noch nicht in die Heilung gebracht sind. Jemand hier ist hier sehr zurückhaltend. Und auch wenn da, wenn du, also du bist ja eigentlich eine Münzkönigin oder ein Münzkönig, der oder die mir zuschaut, ich glaube, in dieser Konstellation geht es gar nicht darum, dass da unbedingt eine Wasserperson mit im Spiel ist. Es geht darum, deine Gefühle sprechen zu lassen, dafür, dass diese Situation sich hier verbessert. Ne? Also du selber bist es vielleicht, wie ich es gechannelt habe, dass ich dich nicht sein lassen kann. Also du bist die Person, die den anderen nicht sein lassen kann. Und dass dir aus diesem Dilemma raushilft, wirklich wie die Königin der Kelche, stark in deinen Emotionen und auch emotional, also stark in deinen Emotionen zu stehen und emotional sehr gereift zu sein. Das hilft. So, gucken wir mal weiter. Und du hast halt auch Optionen, wie du damit umgehst. Und das ist halt das, was ich dir raten kann, so wie es hier in den Karten gefallen ist. Du überwindest diese Krise, ich nenne es jetzt mal Krise, diese Schwierigkeit überwindest du dadurch, dass du dir selbst bewusst machst, was deine Gefühle zu dieser Situation sind und was du halt wirklich umsetzen willst für dich. Also voll in deinen eigenen Gefühlen stehen, auch wenn es jetzt nicht unbedingt dein Element ist, weil wie gesagt, du bist eine Person der Münzen. Aber nichtsdestotrotz, wir haben ja alle immer alle vier Elemente in uns. Und dieses Mal hilft es dir, halt in deinen Gefühlen zu sein und diese Gefühle auch zu leben und zu kommunizieren. Die Königin der Kelche ist auch eine sehr gereifte Königin. Vielleicht geht es auch hier darum, wenn wir es uns jetzt wirklich mal so anschauen. Ich nehme sie jetzt echt mal alle hoch. Wir haben hier einen Pagen. Wir haben hier einen Ritter. Also das ist ja schon mal hier von dieser ganz jungen, frischen Energie. Das hier sind immer so die Kinder im Tarot. Das ist der Teenager. Und bei den Hofkarten die Königin oder der König. Das sind halt die Erwachsenen so, ne? Und ich habe das Gefühl, so wie es hier liegt, Stier, durchlebst du so einen Erwachsenwerden-Prozess, also in deiner Spiritualität vielleicht auch oder in deinem ganzen Leben so grundsätzlich. Du hast selber
mit 7 der Kelche auf der Rückseite des Decks. Es geht hier um deine Emotionen. Es geht hier darum, mit deinen Emotionen so in Einklang zu kommen und dir selbst bewusst zu machen, das sind meine Emotionen, die gehören zu mir. Und nein, das ist keine Illusion. Das ist hier alles real und richtig und wichtig. Und ich denke jetzt an die Stierfrau, die zuguckt, meine Freundin. Die sagt es immer richtig und wichtig. Ach, ja, ja, ja. Ah, Stier, deine eigene Karte, der Magier. Das ist aber schön. Und ich habe gerade eben vom Erwachsenwerden-Prozess hier gesprochen. Und es geht nicht nur darum, um in deine eigenen Gefühle zu kommen, sondern auch wirklich in deiner eigenen Energie zu stehen. Der Magier hat immer alle 4 Tools auf dem Tisch, die wir aus dem Tarot kennen. Also, und was er gerade benötigt, da hat er halt auch die Macht und Energie, das hervorzuholen, dass auch das ihm gerade in dem Moment halt behilflich ist. Und das ist halt auch der Meistermanifestor. Ne? Und ich glaube, es geht hier wirklich in dieser Legung, das ist hier total die schöne Energie. Es geht nämlich darum, dass du in deiner Gefühlswelt ankommst und dir diese Kelchenergie jetzt in dieser Zeitkonstellation, die ich gerade genannt habe, wirklich sehr behilflich ist, in deine eigene Schaffenskraft zu kommen. Weil wenn wir in der Fülle sind, also auch gefühlsmäßig in der Fülle, so von der Energie so hoch schwingend, weil wir halt so in Love sind und uns unserer Gefühle bewusst sind und danach auch leben möchten, wollen, können, haben wir auch eher nochmal alle Tools auf dem Tisch, um halt noch mehr Fülle in unser Leben zu manifestieren. Und deswegen hast du auch den Magier. Das finde ich mega gut. Wie geht's hier aus für Stier? Ja, dieses Unbefriedigende wird verlassen. Und zwar, wir haben hier den Magier, deine eigene Karte. Ich habe ihn gerade schon lang und breit erklärt. Dann haben wir hier die 6 der Schwerter. Also dieses Zurückhaltende, diese 2 Viererkarten, die wir hier vorher hatten. Die 4 der Kelche, dieses eine Situation stellt dich nicht zufrieden. Das wird überwunden und diese Zurückhaltung wird auch überwunden. Es wird verlassen, die Situation. Ne? Weil du in deine Magierenergie, in deine eigene Schaffenskraft kommst. 6 der Schwerter, eine Situation, die, ja, ist so ähnlich wie 8 der Kelche, ne? Also man segelt so in Gewässern, eine Situation wird verlassen, die nicht mehr dient. Und hier haben wir nochmal Fische-Energie, den Gehängten. Es geht hier darum, etwas, was nicht mehr funktioniert, also eine Gefühlsstruktur wahrscheinlich, als Königin der Kelche, so zu überdenken, also eine Situation stagnierte vielleicht bei dir. Stier. Und du warst da wirklich am Hängen, ne? Wie der Gehängte, und warst so überlegen, oh nein. Und der Gehängte bringt aber auch immer was Tolles mit sich. Das ist nicht immer nur eine Stagnation. Das ist auch immer eine Chance, umzudenken, anderweitig weiterzugehen und zu sagen, okay, dann jetzt anders. Und ich habe auch das Gefühl, dadurch entsteht auch was Tolles anderes. Denn jetzt haben wir als letzte Karte auf der Rückseite des Decks den Herrscher. Es geht darum, wieder Energie, es geht darum, eine Stabilität reinzubringen, also eine Verlässlichkeit, ob es jetzt deine Beziehung ist oder die Freundschaft, die ich ganz am Anfang genannt habe, oder im Arbeitsverhältnis. Du darfst wie immer schauen, das ist jetzt ein allgemeines Reading, darfst du immer schauen, wo das hier für dich resoniert hat, an welcher Stelle. Auf jeden Fall, hier liegt ein ganz klarer Wachstumsprozess von dir selbst, Stier, und das ist mega interessant und mega spannend. Und ja, es geht darum, halt die Ordnung in dein Leben quasi wieder reinzubringen, in der Energie des Herrschers. Total toll, finde ich klasse. Dadurch, dass du halt überdenkst Situationen, die so nichts mehr gedient haben oder dir nicht mehr gedient haben, überdenkst. Bringst du eine neue Ordnung rein, das ist mega cool. Also ich freue mich total, wird ein spannender Herbst. Kannst ja gerne mal in die Kommentare schreiben, worüber ich hier gerade gesprochen habe in deiner Energie. Würde ich mich sehr freuen. Und wenn es dir auch so gut gefallen hat, freue ich mich wie immer sehr über dein Like, dein Abo, dein Kommentar. Teile dieses Video sehr gerne mit allen, die Love Tarot kennen sollten. Und jetzt, persönliche Buchungen. Also, was biete ich aktuell an? Dein Reading, also allgemein auf alles Mögliche, dann auf Seelenpartner, auf dein Herzmenschheit, dann Soul Talks, also wenn ich mich mit Energien verbinde und dir Antworten gebe, Channelings
oder auch Coachings für Seelenpartner oder deine Selbstliebe, also mein Coaching-Programm Self-Love Pathway, findest du alles bei mir auf meiner Webseite. Und ich freue mich auf deine Kontaktaufnahme, wenn du dann mir schreiben möchtest, per E-Mail am besten oder über das Formular auf meiner Webseite. Mir hatte neulich jemand über Chat geschrieben. Ich weiß nicht, ob meine Antwort jemals angekommen ist. Also, und da ist auch eine WhatsApp-Nummer hinterlegt. Da kannst du mir auch gerne schreiben. Ich freue mich sehr auf deine Kontaktaufnahme. Vielen herzlichen Dank, dass du bis jetzt zugeschaut hast, für deine Aufmerksamkeit. Bis zum nächsten Mal sage ich euch, mögen wir uns wiedersehen. Bye!